Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Epinus wieder am Start und zwar in der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal wieder heute um eine kleine Solarpowerbank. Und zwar nicht so standardmäßig, wie man das so aus der Vergangenheit schon so kannte, sondern dieses Mal mit ein paar extra Gadgets dran. Was das ganze Coole daran so ist, das schauen wir uns jetzt direkt auf den ersten Blick mal an. Und zwar können wir mit dieser Powerbank auch Feuer entstehen lassen. Und das finde ich auf jeden Fall mal eine richtig nice Sache. Das heißt, entweder ihr seid Raucher und zündet euch damit Zigaretten an oder ihr wollt in der Wildnis einfach nur überleben. Schauen wir mal direkt rein. Anleitung haben wir dabei. Hier wird es richtig interessant. Da haben wir dann ein Anschlusskabel und da können wir tatsächlich, man möge es kaum glauben, Zigaretten oder Papier anscheinend mit anzünden über USB-C. Das Ganze hat dann auch noch einen Ladeadapter und über USB-A anscheinend. USB-A auf USB-C oder Lighting oder natürlich hier rüber. Aha, interessant. Ich hoffe, das Ding glüht nicht die ganze Zeit. Wir werden es uns gleich mal anschauen. Ansonsten, was haben wir hier noch mit drin? Ein USB-A, ach so, Micro-USB. Ich dachte, das ist ein USB-C-Eingang. Nein, USB auf Micro-USB. Einen kleinen normalen Anker, damit wir das Ganze befestigen können. Und dann schauen wir uns hier die Powerbank mal an. So, die kommt dieses Mal in schwarz daher. Hat auch nur, komm mal da ab. Hat auch nur oben ein Solarpanel. Das fängt auch schon direkt hier beim Videolicht an zu laden. Hier haben wir also vier LEDs, die uns in 25% Schritten anzeigen, wie voll der Akku schon ist. Eine LED haben wir oben mit am Start. Dann haben wir hier einmal USB-C und einmal Micro-USB. Also ich denke doch, dass die per USB-C aufladbar ist. Und zweimal USB-A, wobei einer die erhöhte Voltzahl mit Quick-Charge-Level dann ausgeben kann. So, jetzt müssen wir mal hier ganz kurz schauen. Können wir hier auch noch irgendwas erwarten? Ne, das sieht einfach nur so aus. Okay, das ist tatsächlich nur der Gummipuffer. Den könnt ihr hier zwar abziehen, aber der ist verklebt, also lassen wir den drinnen. Hier an der Rückseite können wir versuchen, den Hook reinzubringen. Also den kleinen Haken für euren Rucksack. Können wir da einfach so zusammen... Das war auch wieder die Logik schlechthin, also ganz ehrlich. Auf jeden Fall können wir den hier reinklicken und dann, wenn wir das geschafft haben, zack, könnt ihr den so einbaumeln lassen, direkt am Rucksack mit dran. Einen kleinen Kompass haben wir an der Seite auch noch mit dabei. Der ist, naja, müssen wir mal ein bisschen hin und her wackeln. Doch, der ist relativ genau. Norden ist genau da drüben. Das heißt, ungefähr zeigt er die Richtung relativ... Doch, jetzt passt das. Jetzt, wenn ich ihn ganz gerade halte, ja, da drüben ist Norden, Süden, Osten und Westen. Genauso sieht es aus. Und ansonsten haben wir noch irgendwas, einen Seitenschalter, induktives Laden, das heißt, wir können unser Smartphone hier direkt mit aufladen und wir haben selbstverständlich hier eine erhöhte Akkukapazität von 99 Wattstunden, das bedeutet, flugzeugtauglich ist sie auch noch. Die PNW12 Max mit 26.800 mAh kann per Micro-USB oder Type-C maximal mit 5 Volt 3 Ampere aufgeladen werden. Ach so, ich dachte, die kann wenigstens Quick-Charge aufgeladen werden. Wir testen das Ganze gleich nochmal und sie kann über USB-C auch leider nur 5 Volt 3 Ampere ausgeben, sowie über USB 1 5 Volt 3 Ampere und USB 2 5 Volt 3 Ampere. Ach so, ich hatte gedacht aufgrund der Farbe, dass die wenigstens Quick Chargen kann. Kann sie also dann doch nicht. 5 Volt 3 Ampere, siehst du, ich dachte hier aufgrund der vielen Ladeadapter kann das Ding hier etwas mehr. Wireless Output, hierüber können wir 5 Watt QI Charging betreiben, 5 Volt bei 1 Ampere sind 5 Watt und dann haben wir alles dabei. Solar Charging Input sind 5 Volt und 0,3 Ampere, aber erst wenn es extrem hell ist, also so wie jetzt gerade. Gut, interessant soweit. Also wir müssen mal gucken, wenn wir gedrückt halten, jetzt ist das Ding schon mal an. Das ist Wireless Charging, was wir jetzt aktiviert haben. Powerbank ist auf jeden Fall rammelvoll, sieht soweit ganz gut aus. Gedrückt halten, ja, dann haben wir auf jeden Fall schon mal die LED aktiviert. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Dann, wenn wir hier nochmal drücken, geht nichts. Mal gucken, ob beim lange gedrückt halten was... Okay, also ich dachte, hier gibt es wenigstens nochmal einen SOS-Modus. Nee, schade. Gut, geht nicht. Egal, wir machen Folgendes. Wir legen mal ganz kurz das Telefon drauf und sehen schon, es fängt auch an zu laden. So, wenn ich jetzt hier mal das Display ausmache, induktives Laden, wir haben ja keinen Schnellladen dabei, induktives Laden von 54 auf 100% dauert jetzt noch 1 Stunde 56, ist also langsam, weil halt nur 1 Ampere bei einem Galaxy S10 Plus jetzt hier. Funktioniert aber ohne Probleme bei einem Galaxy S10 Plus jetzt hier, wie ihr das so seht. Also es dauert natürlich, weil wir halt nur mit 5 Volt 1 Ampere laden, was maximal 5 Watt entspricht. Ja, dementsprechend, wir ziehen das Ganze einmal ganz kurz ab, legen es nochmal ganz kurz drauf. Ihr könnt darüber eure Kopfhörer aufladen oder eure Smartphones. Ihr seht es, es rutscht auch nicht, weil wie gesagt, da ein gummierter Kreisbar ist. Natürlich, je schräger das ist, desto mehr rutscht es und irgendwann unterbricht sich dann die Ladung und das müsste jetzt gleich der Fall sein. Aber ihr seht es hier oben,
kein Problem. Ich denke mal, die LEDs sind einfach nur für die, ja, für, damit wir das wissen, da. Okay, soweit so gut, dann haben wir das schon mal ausprobiert. Jetzt wäre natürlich nochmal ganz interessant, das Ganze hier zu testen. Vorher wollen wir natürlich aber erstmal sehen, wie viel Power kriegen wir aus dem Gerät überhaupt raus. Okay, ich habe tatsächlich nochmal einen Blick in die Anleitung geworfen, weil ich dachte, die müsste doch eigentlich SOS können. So stand es doch zumindest drin. Also wir haben es gerade ausprobiert. Ihr habt es gesehen, passiert so nichts. Ne? Ich kann jetzt gedrückt halten, dann geht die an, dann steht hier in der Anleitung, drücken Sie kurz die Taste, um in den SOS-Modus reinzukommen. Mache ich. Passiert nichts. Doppelklick, Doppelklick, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, nein. Gedrückt halten, Lampe wieder aus. Also SOS-Modus funktioniert bei mir in dem Fall jetzt hier nicht. Keine Ahnung warum. Drücken Sie die Taste erneut kurz, um den Blinkmodus zu aktivieren. Drücken Sie dann die Taste erneut kurz, um die Beleuchtung auszuschalten. Klappt hier nicht. Also Ein-Aus-LED funktioniert. Keine Dimmbarkeit, alles gut soweit. Ansonsten steht jetzt hier nichts weiter Spannendes drin, was jetzt hier die Powerbank noch interessant machen würde. Und was ich mich jetzt auch gewundert habe, also kabelloses Aufladen haben wir ja gerade eben schon bemerkt. Aber hier steht auch nichts weiter drin, wie ich das kleine Gerät zum Beispiel jetzt hier betreiben soll, sprich also jetzt hier mit diesem passenden Kabel. Wir werden das Ganze jetzt einfach trotzdem mal ausprobieren. In dem Moment werde ich jetzt hier einfach mal den Anschluss nutzen, der blau markiert ist, auch wenn die beide irgendwie nur 5 Volt können dürfen. Was interessant ist, packen mal ein Messgerät dazwischen. So, Messgerät ist dazwischen. Wir sind jetzt mal sehr gespannt, was passiert. Und zwar ziehen wir jetzt hier einfach mal das USB-Kabel rein und mal gucken, was jetzt hier Phase ist. Also wir haben 5 Volt, das ist klar. So, hier passiert soweit erstmal noch gar nichts. Hier kann ich auch irgendwie nichts dran drehen. Was jetzt mal machbar wäre, hier fängt auch noch nichts an zu glühen und kein Stromverbraucher ist aktiviert. Ich habe hier auch keinen Schalter und in der Anleitung steht witzigerweise auch nichts drin. Also ich werde jetzt einfach mal hier versuchen, etwas ranzuhalten. Mal sehen, ob das vielleicht was bringt. Ich glaube es zwar noch nicht so wirklich, mal gucken. Achso, wir müssen natürlich auch sehen, dass hier, muss ich hier irgendwas... Nee, muss ich hier den Schalter drücken oder was? Ja, also ich werde das jetzt mal ausprobieren. Hier oben leuchtet es zwar grün. Okay, zweimal klicken ist aus. Einmal klicken ist wieder an. Okay, ich probiere es aus, mal sehen, ob ich was rausfinde. So, also ich habe jetzt einfach mal umentschieden. Wir werden uns das Gadget hinterher anschauen, falls ich irgendwie rausfinde, wie es angehen soll, weil im Moment passiert dann nämlich gar nichts. Ich lade jetzt mit dem Originalkabel USB-A auf USB-C ein Galaxy S10 Plus mit unter einem Ampere. Das ist natürlich schon wirklich ziemlich langsam. iPhone habe ich jetzt nicht griffbereit, aber wir können jetzt dementsprechend ja sehen, okay, ich kriege darüber also auch schon mal Strom raus. Das heißt, wir wollen natürlich versuchen, maximale Ergebnisse zu erzielen. Also gehen wir jetzt hier einfach mal da weg. Zack. Stecken jetzt mal ein anderes Kabel ran, nehmen dasselbe Gerät, um einfach herauszufinden, haben wir da Glück oder kein Glück, gibt es da mehr Strom oder weniger. Und siehe da, das Originalkabel, also meistens sind diese Universalkabel einfach schlecht. Und dann sieht man jetzt hier ran, ich habe jetzt ein Schnellladekabel genommen, das könnte 9 Volt und 12 Volt, kann aber hier halt nur 5 Volt und 1,5 Ampere. Mehr gibt die Powerbank jetzt sozusagen nicht her. Und da dauert der Spaß 1 Stunde 19 von 54 auf 100% und nicht wie beim QI-Laden doppelt so lange. Das ist ja schon mal ganz übersichtlich. Das heißt, wir werden jetzt hier auch nochmal direkt ein anderes Kabel dran stecken und wollen dann natürlich auch versuchen, die maximale Power rauszuziehen. Also das machen wir natürlich gleich. Dementsprechend einfach geht es jetzt hier vorwärts. Wir können natürlich auch mal ganz kurz hier umstecken, also in den anderen Eingang auch nochmal reingehen. Dann muss ich das Kabel wieder rumdrehen. So, mal sehen, ob da auch die 5 Volt 1,5 Ampere kommen. Ja, fast, okay. Immerhin, also etwas weniger. Das heißt, wir machen Folgendes, gehen hier oben wieder rein und suchen uns ein nächstes Opfer, wo wir nämlich Strom reingeben wollen. Das mache ich jetzt hier gleich mal an dem Xiaomi 12 Pro, womit ich hier gerade sowieso aufnehme. Und dann mal sehen, wie viel Strom wir denn da über den zweiten Ausgang noch bekommen. Ja, das war mir schon fast klar. Also wenn die beide auf 5 Volt laufen, dann sind es maximal 2 Ampere. Oben 1 Ampere, unten 1 Ampere. Ja gut, aber halt nur 5 Volt. Nichts weiter Besonderes. Das heißt, wir ziehen dieses hier mal ganz kurz raus. Ziehen wir den auch nochmal ganz kurz raus. Und jetzt gehen wir mal oben in den lila gefärbten Port rein, ob da irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr Leistung zu erwarten ist. Aber auch da, nein, kommt nicht viel mehr raus. Okay, das heißt, wir haben es gesehen, also oben und unten maximal 1 Ampere. Das dreht sich hier wieder weg, das ist hervorragend. So, rein damit. So, ihr seht es, Telefon hier lädt, Telefon da lädt. Wir sind bei 1, oh, gucke,
hat was gebracht. Auch das ist der schlechtere Port eigentlich. Hier oben ist ja der gefärbte gewesen. Jetzt sind wir bei 1,6 Ampere und bei 1 Ampere sind 2,6 Ampere. Hört sich ja schon mal gar nicht so schlecht an. Dann wollen wir selbstverständlich nochmal was testen. Und zwar brauchen wir nochmal die Möglichkeit, ein QI-ladefähiges Telefon nochmal draufzulegen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der sich hier aktiviert fühlt. Okay, ich habe mal das S8 genommen. Das zeigt wenigstens jetzt hier gerade mal was an, weil es hier oben ja dann rot leuchtet. Das macht ja das S10 nicht mehr. Also es blinkt auf jeden Fall. Ich muss es jetzt andersrum legen, damit wir hier auch das Blinken der Powerbank wahrnehmen. Das grüne Blinken hier funktioniert also soweit schon mal ganz gut. Gleichzeitig ist die Ladeleistung abgerutscht auf 1 Ampere und hier nochmal knapp 1 Ampere von den üblichen 1,6 Ampere. Okay, sage ich mal. Funktioniert aber. Wir können QI-Charging betreiben und gleichzeitig über USB-A ausnehmen. Jetzt haben wir natürlich noch USB-C. Auch das wollen wir testen. So, nächstes hier. Und da haben wir dann auch USB-C. Mal sehen, ob das auch funktioniert. Ob wir da noch Strom drüber rausbekommen. Also USB-A läuft weiterhin hier 1 Ampere. Hier 1 Ampere. Hier oben, das seht ihr, es leuchtet auf jeden Fall rot. Hier irgendwie kommt gerade gar nichts. Das heißt, wir können eigentlich nur abwarten, ob da über USB-C jetzt gerade der Port abgeschaltet wird. Weil so... Halt, nee, da kommt er. Es hat einen Moment gedauert. Achso, okay. Das rutscht hier sonst gerne mal wieder raus. Halte ich hier einfach mal gedrückt. Okay, da sind wir also auch nochmal bei schlappen 0,7 Ampere bei 5 Volt. Ja, besser als nichts, sage ich mal. Währenddessen haben wir hier abgerutschte 500 mA und hier 1 Ampere. Das heißt, während wir hier mit 500 mA hin und her zasseln, das ist natürlich nicht die Welt, kommen wir hier nicht wirklich voran. Okay, aber egal, so weit, so gut. Jetzt hat sich das Telefon auch schon mal gestartet, ist hervorragend und es lädt an der Stelle. Ihr seht es jetzt hier oben auch nochmal direkt. Na gut, jetzt gerade wieder nicht, jetzt habe ich es bewegt. Okay, aber es ist nicht das wahre Weltwunder. Wenn wir jetzt natürlich die beiden hier mal rausziehen, jetzt will ich natürlich mal wissen, geht etwas mehr, wenn ich nur den USB-C-Port benutze, in das Telefon rein. Das wäre ja wünschenswert. Mal schauen, was da passiert. Okay, da haben wir Schnellladen. Aber auch nur bei 5 Volt. Das ist natürlich auch nichts. Also wir bleiben bei 5 Volt und 1 Ampere. Das ist natürlich nicht viel, aber wir gehen auch nicht hoch auf 9 Volt. Egal, soweit so gut, habt ihr das jetzt schon mal gesehen. Ich werde die Powerbank jetzt vollständig entladen, dann wieder beladen und dann gucken wir uns an, wie viel Wattstunden da reingehen und wieder rauskommen mit dem kleinen Messgerät jetzt hier. Ihr habt gesehen, ihr könnt auf jeden Fall 4 Geräte gleichzeitig laden, aber natürlich dementsprechend langsam, weil kein Quick Charge oder dergleichen hier unterstützt wird. Leider. Auch wenn es so optisch auf den ersten Blick aussieht. Und ich werde mich dann nochmal hier dazu äußern, wie das hier mit dem Gadget geht, weil das ist eigentlich der Hauptgrund, den ich so ziemlich genial fand. So, während ich jetzt hier gerade nochmal das Ding rausgekramt habe, so einen ganz normalen Samsung Charger, der lädt die Powerbank jetzt wieder auf und seht mal da, was da passiert. Beim Aufladen ist die richtig flott, also flott im Gegensatz zu dem, was sie entladen kann. 5 Volt und 2,3 Ampere wandern jetzt hier von diesem kleinen Netzteil rein, obwohl das kleine Ding eigentlich nur maximal die 10 Watt könnte. Das heißt, 5 Volt und 2 Ampere könnte der Charger und er kann trotz alledem irgendwie mehr. Jetzt hat er sich zwar kurzzeitig begrenzt, ich denke mal, weil ich jetzt dran rumgefummelt habe, jetzt geht er wieder hoch auf bis zu 2,4 Ampere. Das ist gut, dauert aber dennoch eine ganze Ewigkeit bei den fast 99 Wattstunden. Gut, kurz und knapp gesagt war die Enttäuschung doch relativ groß. Von den 99 Wattstunden ist hier nichts zu sehen. Stattdessen kriegen wir maximal 75 Wattstunden reingeladen. Und das Schöne daran ist, es sind gerade einmal über 50 Wattstunden, die wir wieder entladen können. Also ich weiß nicht, wie man auf die 99 Wattstunden gekommen ist, aber das ist auf jeden Fall Betrug auf ganzer Linie, muss man leider so sagen. Finde ich ein bisschen schade, dementsprechend ist das jetzt hier natürlich negativ ereilt und das Gadget funktioniert auch nicht. Das werdet ihr aber jetzt direkt gleich im Anschluss sehen. So, nachdem ich das Ganze jetzt mehrfach ausprobiert habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, das Ding ist bei mir also kaputt, das Gadget hier. Also ich kann jetzt hier viel machen und kann jetzt hier auch viel reinstecken, aber wie man jetzt hier unschwer erkennt, kommt hier eine Voltzahl, aber es wird kein Strom rausgenommen. Das heißt, dementsprechend kommt hier auch keine Glut und ich kann damit auch nichts entzünden. Also muss das Teil hier direkt bei mir kaputt sein. Ich werde da jetzt dementsprechend dann nochmal beim Hersteller anfragen, ob es da irgendwie Ersatz gibt, weil ich das Ganze jetzt so vorher über USB auch noch nicht gesehen habe. Was ich zum Beispiel weiß, ist, dass es ja hier solche Feuerzeuge gibt, wo man natürlich auch mit ganz normalen Akkus dementsprechend dann jetzt hier Feuer erzeugen kann. Das Ding ist bei mir natürlich auch kaputt gegangen. Hast einen kleinen Akku drin, schiebst das Ding hoch und zwischen Plus und Minus kommt dann eine kleine Glut und damit könnt ihr dann Kerzen einzünden oder auch nicht. So ähnlich sollte das Ganze ja auch funktionieren. Geht aber nicht, weil es einfach definitiv defekt ist. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel dieses kleine normale USB-C-Kabel nutzen, dann würde das funktionieren. Dann seht ihr jetzt hier, da läuft natürlich dann auch ein Strom und zwar von der Powerbank jetzt hier in die hier rein.
Die wird jetzt hier sozusagen aufgeladen. Da sehen wir es 5 Volt, 1,74 Ampere. Aber hier in diesem kleinen Port, der ungefähr 6 Sekunden glimmen sollte und dann sich wieder abschaltet, laut dem Bedienungsanleitungsvideo, funktioniert leider gar nichts. Ja, ansonsten kann ich euch jetzt nochmal direkt hinten anfügen, wie viel Wattstunden wir hier reinladen können und wie viel wieder raus. Eins kann ich auch gleich mal vorweg sagen, das ist leider nicht das Einzige, was nicht funktioniert, denn von den 99 Wattstunden sind wir weit entfernt. Sowohl bei der Reinladung als auch bei dem, was ich wieder rausgenommen habe. Wir sind nämlich ungefähr zwischen 50 und 55 Wattstunden, die wir jetzt hier gerade einmal rausgeholt haben. Das ist wirklich ein bisschen traurig, das heißt, ja, das passiert auf jeden Fall so gar nicht weiter. 99 Wattstunden, weiß ich nicht, wer sich den Wert ausgedacht hat. Das passt auch rechnerisch nicht. Das klappt allgemein nicht. Noch dazu ärgerlich, dass wir hier keinen Quick-Charge-Port haben und nur normalen USB-Ausgang. Hier einen normalen USB-C-Ausgang mit 5 Volt und 3 Ampere und hier mit maximal 2,3 Ampere über Micro-USB sozusagen reinladen können. Ansonsten, wer eine normale Powerbank sucht, ich sag mal zum Preisbereich um die 30 Euro, so ist sie ganz oft im Angebot, ist das Ding okay. Man darf sich keine Illusion machen, das Solarpanel hier lädt die Powerbank auch in den nächsten 10 Tagen nicht von 0 auf 100% voll. Das ist leider dem geschuldet, weil das Solarpanel natürlich sehr wenig Watt hat und dementsprechend hier auch ganz wenig Power rauskommt. Wireless Charging funktioniert auch ganz gut, aber wir haben so gut wie überall nur maximal Output von zwischen 7 und 7,5 Watt. Das gilt natürlich jetzt hier auch für den USB-C und die USB-A-Ports und hier für den 5 Watt QI-Charging oder für das QI-Charging-Panel. So, an der Stelle bin ich dann erstmal raus. Wer so ein Ding sucht als Outdoor-Powerbank zur Erweiterung, ist alles gut, weil, wie gesagt, so könnt ihr minimal Strom generieren, habt halt einen Kompass drin und eine LED. Die meisten Powerbanks, wie hier die 10.000er, die hat dann halt auch wirklich eine 10.000er Leistung und hat hier dementsprechend dann sage und schreibe, wie viel Wattstunden steht das hier eigentlich drauf? Hier steht es drauf, 37 Wattstunden. Das heißt, hier sind keine 26.800 drin, sondern so ungefähr, würde ich mal ganz grob schätzen, um die 15.000 mA. Sodass wir auf die 50 Wattstunden definitiv erstmal an der Stelle kommen. Ist natürlich ein bisschen größer, aber auch ein bisschen robuster. Dann bin ich an der Stelle raus. Wer da trotzdem Interesse dran hat, dem verlinke ich das Ding unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.